und ich wurde süchtig. Hallo, liebe Bücherdrachen! Ihr habt mein letztes Video mit 5 Büchern, die ihr unbedingt lesen müsst, ziemlich abgefeiert. Dabei ging es ja um meine Top 5 realistische Jugendbücher. Ja, und ich habe so viel Rückfragen bekommen, ob ich das Ganze auch mit Fantasy-Jugendbüchern machen kann. Und yes, ich hatte so Bock! Die 5 Bücher, die ich euch heute vorstelle, sind meine persönlichen Top 5 Fantasy-Jugendbücher. Es sind All-Time-Favorites. Und ganz wichtig, es sind Jugend-Fantasy-Bücher, keine Erwachsenen-Fantasy. Wie immer packe ich euch alle Bücher auch unten in die Infobox, falls ihr Bock habt, das Buch direkt zu kaufen. Könnt ihr bei Thalia, Hugendubel, wo auch immer dann machen. Und ich kriege eine kleine Provision. Ihr könnt mich unterstützen, zahlt keinen Cent mehr. Okay, let's start. Boah, ich fand es so schwer, mir eine Top 5 rauszusuchen. Ich habe dann erstmal gemerkt, wie viele Jugendbücher ich im Bereich Fantasy überhaupt hier zu Hause habe. Yep, das sind ganz schön viele. Nichtsdestotrotz musste ich mich entscheiden und wir starten jetzt mit Buch Nummer 1. Die Tribute von Panem von Suzanne Collins. Irgendwie war es klar, dass Panem drin sein wird, oder? In der Buchreihe geht es um Katniss, ein junges, sehr ärmlich aufgewachsenes Mädchen. Und sie wird ausgelost in den sogenannten Hungerspielen mit einigen anderen Tributen, um ihr Leben zu kämpfen. Ja? Pain Katniss. Es ist eine Dystopie und vor allem ist es auch sehr politisch für ein Jugendbuch. Aber es ist einfach eine Reihe, die mich immer aufs Neue fasziniert. Ich habe die Bücher schon 1000 Mal gelesen und ich glaube, letztes Jahr habe ich dann nochmal die Hörbücher gehört, nach einer Weile, wo ich das nicht mehr konsumiert hatte. Und ich konnte einfach nicht einschlafen, weil ich es dennoch so spannend fand. Und ihr müsst bedenken, ich kenne die Geschichte wiederholt und wiederholt und wiederholt. Außerdem finde ich, dass die Filme einfach auch richtig gut sind. Tribute von Panem hat ein richtig gutes Gesamtpaket. Da stimmt einfach alles. Und genau deswegen muss es auch in meine Top 5. Von Tribute von Panem gibt es 3 Bücher und ein Prequel. Wir machen weiter mit dem nächsten Fantasy-Jugendbuch, das ihr unbedingt lesen müsst, falls ihr es noch nicht getan habt. Die Rede ist von Percy Jackson von Rick Riordan. Yo, auch wieder so voll der Klassiker, ich weiß. Aber das ist eine Fantasy-Buchreihe. Wenn ich die nicht gelesen hätte, hätte ich ganz schön viel verpasst. In der Reihe geht es um Percy, der herausfindet, dass er von einem griechischen Gott abstammt. Er ist ein Halbgott und wird ins sogenannte Camp Half-Blood geschickt, um Abenteuer zu erleben, Monster zu besiegen. Ja, und da findet er natürlich auch viele neue FreundInnen, aber auch einige Feinde. In der Percy Jackson-Reihe gibt es 5 Bücher. Und dann gibt es noch mehrere Spin-Offs und Weitererzählungen. Wenn ihr wissen wollt, in welcher Reihenfolge man Percy Jackson am besten liest, habe ich euch hier ein Video verlinkt. Da erkläre ich euch das Ganze mal, wie ich das sehe. Ich habe Percy Jackson tatsächlich erst super spät gelesen. Da war ich schon im Erwachsenenalter. Aber selbst da war es für mich total toll, wieder in so eine Jugend- und Kinderbuchreihe zu versinken. Vor allem, weil ich finde, dass jedes Buch immer mit dem Alter der LeserInnen auch geht. Je älter Percy wird, desto älter werden auch die Bücher. Am Anfang der Reihe ist er noch sehr jung und es wächst und wächst und wächst mit jedem Buch. Ich finde, Rick Riordan hat auch seine Stimme richtig gefunden mit jedem weiteren Buch. Die Bücher werden queer, es gibt einen diverseren Cast, die Plotstränge werden komplizierter. Es ist einfach eine super geile Reihe, weil sie so lustig ist, weil sie griechische Mythologie mit unserer realen Welt verknüpft und so viele Sachen so spannend und abenteuerlich sind. Man muss ganz viel weinen, aber noch viel, viel mehr lachen. Der nächste Fantasy-Titel, den ich euch vorstellen möchte, ist Tintenherz von Cornelia Funke. Ich wollte auch unbedingt etwas von mindestens einer deutschen Autorin einfügen und ja, da war es ganz klar, dass natürlich was von Cornelia Funke kommen muss. Von Tintenherz gibt es 3 Bücher. In Tintenherz geht es um Maggie und ihr Vater hat eine besondere Gabe. Er kann nämlich Figuren aus Büchern herauslesen und auch Maggie wird diese Gabe weitervererbt. Und dann gibt es natürlich böse Mächte, die sich diese Gabe zu eigen machen wollen. Das ist eine Fantasy-Jugendbuchreihe, die man unbedingt lesen muss, wenn man Bücher liebt. Weil hier auch bekannte Figuren aus Sagenwelten und so herausgelesen werden und als Figur auftauchen. Außerdem hat das den krassesten Character Development Plot Zukunfts
Gedöns. Ich versuche das irgendwie zu sagen, ohne zu spoilern. Aber ja, es gibt mehrere Momente in dieser Buchreihe, wo ich echt den Atem anhalten musste und sauer war und wütend. Und dennoch ist es so fantastisch. Das ist einfach eine Buchreihe für bibliophile Menschen. Ja, und auch wenn Maggie am Anfang noch sehr jung ist, sie wird halt auch wieder immer älter. Also auch dieses typische Coming-of-Age-Thema, was man in Jugendbüchern halt hat. Ach, ich liebe Tinten Ernst. Das sind ja jetzt nur einige Buchtipps, die ich euch heute vorstelle. Falls ihr Lust habt, mehr Tipps von mir zu sehen, dann folgt mir doch gerne mal auf Instagram. Da gibt es jeden Tag eine neue Buchvorstellung von mir. Und ihr könnt auch ziemlich viel gewinnen immer. Okay, jetzt geht es mit der Reihe weiter, die ich am wohl spannendsten finde. Die Rede ist von Maze Runner von James Dashner. Ich bin ganz unschuldig an die Sache rangegangen. Habe mir dieses Buch geschnappt und gelesen und ich wurde süchtig. Es geht um Thomas, der eines Tages in einem Labyrinth aufwacht und nichts mehr von seiner Vergangenheit weiß. In diesem Labyrinth leben ganz viele Jungs und die versuchen auch seit Jahren da irgendwie rauszukommen. Und dann kommt eines Tages ein Mädchen hinein, Theresa, und sie und Thomas haben eine ganz besondere Verbindung. Und vielleicht könnte sie auch der Schlüssel sein, damit Thomas mehr aus seiner Vergangenheit weiß. Das ist zumindest der Plot vom ersten Band. Es geht nämlich viel krasser weiter, aber ich will euch hier wirklich nicht spoilern. Von Maze Runner gibt es 3 Bände und dann auch noch Prequels. Ich würde euch empfehlen, einfach erstmal die 3 Bücher zu lesen und dann zu gucken, ob ihr Bock habt auf mehr. Alle Titel sind unglaublich spannend. James Dashner schafft es einfach, dass man am Ende des Kapitels einen so spannenden Satz da stehen hat, dass man einfach das nächste Kapitel auch lesen muss. Und so kam es, dass ich tatsächlich jeden einzelnen Band innerhalb von einer Nacht beenden musste, weil es einfach so spannend ist. Es ist auch tatsächlich ziemlich gruselig und abstrakt, weil es in diesem Labyrinth auch so Monsterwesen gibt. Also ich saß da wirklich nachts so mit dem Buch. Und ich bin ja eigentlich sehr gruselgefestigt. Ich finde, Maze Runner ist ein Paradebeispiel dafür, wie man ein actionreiches und spannendes Buch schreibt, das man nicht mehr aus der Hand legen kann. So, und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Titel, den ich euch heute zeigen möchte. Und zwar ist das One True Queen von Jennifer Benkow. Und da gibt es 2 Bücher in der Reihe. Eigentlich lebt Marlene in Irland. Und dann eines Tages wacht sie in einer neuen Welt auf. Ja, nicht nur das. Sie wird zwar gerettet von einem sehr mysteriösen Mann. Sie erfährt auch noch, dass sie Königin von diesem Königreich werden soll. Es ist ein magisches Königreich, auch mittelalterlich angehaucht. Ja, und das Problem an dieser ganzen Geschichte ist, dass die Königinnen in diesem Reich alle jung sterben. Warum das so ist, will ich euch jetzt aber noch nicht verraten. Es war für mich vor allem ein toller Urban-Fantasy-Titel, der auch so ein bisschen klassisch in High-Fantasy-Richtung ging. Es gab super viele neue Sachen, die ich entdeckt habe. Magie-Dinge, die ich so noch nie gelesen habe. Eine tolle Love-Story dahinter, die auch sehr romantisch und spannend und elektrisierend ist. Und gleichzeitig will man unbedingt wissen, was hat es mit diesen Königinnen auf sich. Das ist einfach unglaublich mitreißend. Ich fand One True Queen von vorne bis hinten einfach mega gut. Ich habe dieses Buch verschlungen und ich liebe einfach diesen poetischen, sanften und gleichzeitig sehr beschreibenden Stil von Jennifer Benkow. Oh, she's a queen. Ja, das war es auch mit meinen Top 5 Fantasy-Jugendbuchreihen. Wenn du mehr solcher Listen mit besonderen Büchern sehen willst, dann lass doch gerne ein Abo da. Und aktivier doch auch das Glöckchen, damit du keinen Buchtipp mehr verpasst. Ich habe euch in der Endcard auch nochmal das Video mit den Top 5 realistischen Jugendbüchern verlinkt, wenn ihr da mal reinschauen wollt. Schreibt mir doch jetzt mal in die Kommentare, was denn dein liebster Jugendbuch-Fantasy-Roman ist. Vielleicht kriege ich ja auch noch einen Tipp von dir. Schreibt mir doch auch mal, welches Thema die nächste Top 5-Liste sein soll. Vielleicht Kinderbuch-Fantasy? Erwachsenen-Fantasy oder doch etwas ganz anderes? Das war's heute von mir. Ich wünsche euch was. Ciao, Bücherdrachen. Nichts, das... Und wird ins sogenannte Camp... Darin ging es ja um meine Top 5 Jugendbücher, die mehr oder weniger... Dabei ging es ja um meine